Ich weiß nicht, was soll ich erzählen? Wollt ihr was vom Samstag hören? Wir waren heute beim Radio, der Gerhard und ich bei Soul Radio, haben ein Interview gegeben und ein bisschen Werbung gemacht jetzt für den 6. Dezember. Die Vorbereitungen laufen im Großen und Ganzen ganz gut. Ihr wisst eh, glaube ich, wer kommt, oder? Also es wird der andere Stern da sein, der was eine außergewöhnliche Leistung ist eigentlich, den auf der Mahnwache zu kriegen. Der Stefan Simon, ich weiß nicht, ob den wer kennt von euch. Das ist so ein kleiner Franzose, der in Deutschland lebt, der ehemalige Polizist ist und der dann irgendwie aus dem Dienst gemobbt wurde und sich halt jetzt gegen den Staat Deutschland anlegt und ein sehr zorniger Mensch ist, ja, was ich sehr mag an ihm. Er ist sehr impulsiv, er haut alles raus, was raus muss. Das ist ein echter Polizist. Der ist ein echter Polizist, ja. Aber er war schon zu echt, ja, weil er es nicht ausgehalten hat beim Polizeidienst. Der wird da sein, da freue ich mich besonders drüber. Der wird alle verhaften, genau. Im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes und des Heiligen Geistes. Und wen haben wir denn noch? Der Joe Kreisel wird kommen, was sagen, was singen. Der singt auch, ja. Ich wusste das, ich kannte nur diesen Wahlkampfsong, den er für den Frank Stronach gemacht hat. Aber der hat. Aber er singt, er bringt super Lieder auch heraus. Ich habe heute gehört Welcome to Freedom. Das ist gut eigentlich, ja. Ja, das ist es eigentlich für den 6. jetzt. Ja. Mal schauen, was dann passieren wird. Ja. Wir versuchen auch da ein bisschen Medien herzubringen, weil wir halt unabhängige hoffen, Medien. Unabhängige, von mir aus auch abhängige, wenn sie unabhängig berichten. Ja. Das dürfen sie auch. Aber die Frage ist, wird das passieren? Ja, kommen die, wie schreiben sie dann darüber? Man merkt es ja gerade auch wieder in Deutschland, wo es ja jetzt die Kooperation gibt mit der alten Friedensbewegung. Ich weiß nicht, wer von euch das mitverfolgt. Okay, da gibt es jetzt die Kooperation mit der alten Friedensbewegung, wo die halt gerade, da wo Leute aus der Linken dabei sind, die quasi für den 13.12. gemeinsam mobilisieren für die Demo gegen Gauck, wobei das sowieso schwierig ist, mit unserer Ideologie, sage ich mal, zu vereinbaren, eine Demo gegen eine Person zu machen, weil der Lars hat ja von Anfang an immer gesagt, wir richten uns quasi gegen ein System und nicht gegen Einzelpersonen. Ja. Jetzt habe ich, wir haben dann gestern gechattet und ich habe dann gesagt, es geht ja gar nicht gegen den Gaum, ja? Diese Demo. Es geht ja darum, wir meinen es ja lieb mit ihm. Ja? Es geht ja darum, ihn in den Arm zu nehmen und ihm zu sagen, hey, komm wieder zur Vernunft. Ja. Es wird Zeit. Bitte? Ich weiß nicht, was hat der angestellt? Der Gauck, der deutsche Bundespräsident. Naja, der ist halt ehemaliger Pfarrer und ist aber momentan absolut auf Kriegskurs. Mit wem? Gegen Russland. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen gegen Russland, nein, eigentlich schon, man kann sagen gegen Russland. Ja. Er hat da. Ja. Und der kann das halt als Bundespräsident, sollte der mäßiger da auftreten, als er es momentan tut. Ja. Das ist mir nicht bewusst gewesen. Ja, ja. Nee, das ist ziemlich krass, was der so von sich gibt auch. Ja. Ein junger Mensch muss auch bereit sein, das Wertvollste zu geben, was er hat, und wenn es das eigene Leben ist, hat er bei der NATO-Sicherheitskonferenz in München gesagt. Und weißt du, wenn das halt irgendwie. Ja, das ist arg, ja, das ist arg. Und ich sage halt, es geht jetzt nicht darum zu sagen, Gauck, du Trotto, ja, jetzt reiß dich zusammen, sondern man kann ja auch sagen, Herr, du warst doch mal ein Mensch, oder? Komm wieder zurück. Komm wieder auf den Boden, wo bist du unterwegs? Ja. Also ich denke, man kann auch schon Einzelpersonen mal ein bisschen
schärfer kritisieren. In die Pflicht nehmen sozusagen. In die Pflicht nehmen, in die Pflicht nehmen, ja, so ist es. Aber schön, dass die es hinkriegt haben, dass sie jetzt zusammenarbeiten. Ja, ja, diesen Aufruf hat unter anderem auch die Sarah Wagenknecht unterschrieben, der Konstantin Wecker, der Reinhard May, die stehen da alle auch drauf. Das ist grundsätzlich zu begrüßen, ich freue mich da sehr darüber. Und man merkt ja eh, wie es gerade, wie es intern gerade bei den Linken deshalb anfängt zu rumoren. Ja, weil halt Ken Jebsen ist ja immer noch der Antisemit. Ja. Ich wurde ja jetzt geblockt auf Facebook, weil ich den Ken Jebsen verteidigt habe, also von irgendeinem jungen Mädel. Ja, es ist zum Teil faszinierend, da sowas zu sehen, wie Kritiker einfach, es geht gar nicht darum, ernst genommen zu werden, sondern zumindest mal angehört zu werden. Ja. Und da spießt sie sich aber schon total, ja, weil sie hat dann zu mir gesagt, ich habe ihr diesen Link von meiner Rede in Berlin geschickt, vom 9.11., habe gesagt, schau dir das bitte an und dann diskutieren wir darüber. Und sie hat gesagt, ich bin ein Antisemit und ein Rassist, weil ich auf der gleichen Veranstaltung war, wo der Jürgen Elsässer geredet hat und der ist auch ein Antisemit und ein Rassist und Gleiches gesellt sich zu Gleichem. Ja? Unabhängig von dem, was ich so von mir gebe, macht sie mich halt einfach nur durch eine Art von Sippenhaftung mitverantwortlich. Ja? Ich meine, der Elsässer ist kritisch zu betrachten, das steht außer Frage, der ist sehr polemisch unterwegs, ja, ich verstehe manchmal auch nicht, worauf er hinaus will, aber der ist kein Antisemit, ja, das niemand hat das Recht, sowas über jemanden zu sagen, der Israel kritisiert. Ja. Und Ken Jebsen hat jetzt ein paar sehr interessante Interviews rausgebracht, die letzten 10 Tage, würde ich jetzt mal sagen. Eines mit einem, das ist ein Palästinenser, der ist, wie alt ist denn der Bursche? 22, studiert und sein Vater ist mit der gesamten Familie halt bei einem Bombenangriff in Israel gestorben, ja, also eigentlich umgebracht worden. Und der möchte das jetzt vor den Gerichtshof bringen, weil das als Kriegsverbrechen zu werten ist. Und ja. Der hat ein extrem spannendes Interview gegeben beim Ken Jebsen, wo er halt auch das aufschlüsselt, wie mit dieser Antisemitismuskeule argumentiert wird und wie es aber dadurch auch tatsächlichen, ich sage jetzt mal, Judenhassern möglich gemacht wird, sich als Mainstream zu verkaufen, weil jede Kritik an der israelischen Besatzungsregierung sofort als antisemitisch gewertet wird, von einem kleinen elitären Kreis, der aber unerhört viel Einfluss hat auf die veröffentlichte Meinung. Dann hat er noch ein Interview rausgebracht mit einem deutschen Journalisten, der in Gaza war. Ich merke mir leider die Namen nicht. Auch sehr spannend, auch wo es ums gleiche Thema geht eigentlich. Kann man sich anschauen, ist so meine Empfehlung. Na, aber vom Prinzip eine junge Variante vom Totenhüter. Das ist dasselbe, wenn ich den Vatikan kritisiere, bin ich ein Antichrist. Genau. Ja. Das ist doch... Mittlerweile bricht das auseinander. Es wird nicht mehr lange so zu halten sein. Ja. Na, das ist dasselbe, wenn ich den Papst kritisiere, bin ich gegen Herrscher im Himmel. Es ist nicht schlüssig in der Argumentation. Ja. Und der Papst ist kein Schöpfer Himmel und Erde. Na, der ist nur ein Vertreter, oder? Ja, der Gott braucht keinen Vertreter. Genau. Wir brauchen Gott und Gott braucht keine Gott. Ja, Gott ist in uns, ne? Steht so schön im Neuen Testament. Ja. Auch da.
Gott, wir alle, wir sind ein Puzzleteil. Ja, kann man schon so sagen, ja, weil letzten Endes ist alles miteinander verwoben. Ja. Also das kann man auch argumentieren, weil es gab den Urknall und aus dem heraus hat sich alles entwickelt. Ja. Und jeder hat seine eigene Wahrheit und die eigene Wahrheit sich jetzt zusammen mit einem Puzzleteil, genau, die zusammengesetzt werden. Genau. Ja, und wir haben Flyers mit, einen ganzen Haufen, also nehmt euch einfach ein paar und verteilt es doch für den 6. Dezember. Ja, mehr gibt es nicht mehr zu sagen. Das war das Wichtigste. Kannst du abnehmen und auch du bist senden, ja, das kommt an. Ja, wir überlegen halt, wie wir über den Winter kommen sollen. Ja, man merkt es ja eh, es ist wenig los, es kommen immer weniger Leute her. Wir überlegen halt, ob wir jetzt nicht vielleicht irgendwie nach innen ausweichen oder eine Pause machen über den Winter und einfach nur herkommen mit einer Kerze in der Hand, ja, dass wir dieses ganze Kamure nicht aufbauen müssen. Aber wenn jemand Ideen hat oder irgendwie einen großen Raum zur Verfügung hat, dann kann er sich gerne bei uns melden. Wenn jemand zufällig einen Saal hat, den er nicht braucht. Der Herbert hat sechs Max. Ja, genau. Der Herbert hat sechs Max. Ich suche immer an einer leerstehende Kirche. Eine leerstehende Kirche? Ja. Oder den Pfarrer aufwachsen. Ich denke zum Beispiel, Der ist heilig, genau. Ja, da kann man da so eine Ecke durchziehen. Hat sich wer von euch die Diskussion auf Puls 4 angeschaut? Mit Dirk Müller und Fockenhuber? Kenne ich Dirk Müller von Fockenhuber? Nein, es ging um die. Also um was ging es? Ist Feindbild Russlands oder ging es um die Ukraine? So genau, weil das Thema an sich weiß ich jetzt nicht. Aber wie hat denn der Diplomat geheißen, der dann noch dabei war? Da war ein ehemaliger österreichischer Diplomat war dabei. Und der war eigentlich auf der Seite, ich sage jetzt mal, der NATO-Versteher, ja, weil die andere Seite wurde ja als Putin-Versteher angekündigt, ja, sagen wir jetzt einfach mal die NATO-Versteher. Und der hat aber letzten Endes, über den wird halt kaum geredet, was der geschrieben hat, weil Thema ist halt Dirk Müller und Erik Frey. Ja. Aber was dieser Diplomat von sich gegeben hat, ist eigentlich essentiell, weil der hat dann auch während der Sendung zugegeben, dass da grobe Fehler gemacht wurden. So nebenbei auch, ich meine, was der Schröder schon gesagt hat, dass der Kosovo-Krieg völkerrechtswidrig war, hat er nebenbei nochmal bestätigt und hat halt hat quasi eine neue Ausrichtung empfohlen, ja, wie man die Ukraine, wie man diese Krise angehen sollte. Aber das wurde halt irgendwie kaum wahrgenommen oder aufgenommen, weil sich halt der Erik Frey da wie so ein kleines Rumpelstilzchen gebärdet hat. Unmöglich, oder? Unmöglich. Ja, das ist ja Mr. Burns. Bitte? Mr. Burns. Ja. Na, es war unglaublich eigentlich. Und aber nur, ich frage mich, wieso ist der noch Redakteur? Ja? Weil wenn ich das sehe, ja, wahrscheinlich deshalb. Ja. Weil ich denke mir, wenn ich Herausgeber von der Zeitung bin, der zerstört ja innerhalb von 45 Minuten, hat der die
Glaubwürdigkeit vom Standard noch weiter kaputt gemacht. Jawohl, richtig. Den würde ich sofort raushauen. Ja. Also es ist unglaublich. Und dann hat er ja am nächsten Tag, hat er während der Sendung hat er ja behauptet, die USA haben keinerlei Interessen an der Ukraine. Keinerlei, genau. Genau. Ja, und am nächsten Tag hat er einen Kommentar geschrieben, im Standard natürlich wieder, die USA haben wenig Interessen an der Ukraine. Vielleicht dann doch aufgeklärt. Und in Wirklichkeit hat der USA gar keine. Aber ich finde es ja immer ein Genuss, die Kommentare dann zu lesen darunter. Ja. Ich frage mich, weißt du, als Schauspieler versuche ich halt auch immer, an Menschen zu verstehen, ja, so als Ganzes. Ja. Wie würde ich den spielen, ja, wenn ich jetzt den Erik Frey spiele? Ja. Und ich frage mich dann immer, wie geht's dem eigentlich, wenn er alleine am Häusl sitzt? Ja? Oder bevor er schlafen geht oder so? Ja? Oder beim Zähneputzen? Ja? Wie geht's dem da? Dem geht's gar nicht. Der macht Das ist faszinierend für mich. Ja? Aber wie du sagst, wahrscheinlich ist der... Ich glaube, der funktioniert. Gewaschen, ja. Der glaubt es. Der umgibt sich ständig mit Leuten, die seiner Meinung sind. Ja. Und dann fällt es mir doch... Da hat aber nicht ja. so viel. Es gibt eh nicht mehr viel. Naja, es gibt nicht mehr viel. Ich weiß eigentlich, wer von euch was passiert ist mit der Rede, die der Stanek Ketzenbeck mal da gehalten hat, wo er sie genau reserviert hat. Ja? Über Ukraine? Ja, genau. Genau. Und dann war diese Rede kurz auf YouTube und ist jetzt nicht mehr. Na, ich glaube, er hat etwas gesagt, was von einem, wo etwas auf einen Bekannten von ihm zurückfallen könnte. Aber ich glaube, das ist schon wieder, das wurde rausgeschnitten. Und das ist mittlerweile wieder online. Online, ja. Ja, super. Super Beitrag vom Stan hier. Ja. 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 Auf der Marktbank. Ja, es ist kalt, ja, es ist nass, es ist ein bisschen die Luft raus, ganz klar, aber ich glaube, dass es im Frühjahr wieder eine neue Aufbruchstimmung geben wird, wo mehr passiert. Kann schon sein, ja. Ja. Und jetzt wird auch ein bisschen vernetzt auf europäischer Ebene. Ich glaube, mit Spanien ist gerade einiges am Entstehen. Ja. Es wäre halt schön, wenn sich eine Protestbewegung oder sagen wir einfach eine Friedensbewegung oder Wahrheitsbewegung etablieren könnte, die wirklich sich an einem Tag anfängt auszubreiten, so wie es bei den Mahnwachen war. Und wenn das weitergeht auf Spanien, Portugal, vor allem müssen die ja auch sehen, dass der Großteil der Bevölkerung, der deutschen Bevölkerung, aber auch der österreichischen Bevölkerung, wobei uns das ja eh nicht so betrifft wie die Deutschen jetzt, ja, aber die sind ja zum Teil schon übelstens verschrien in Griechenland, die glauben ja alle, das sind die Nazis stehen wieder auf in Deutschland. Spanien auch, ja, jetzt mit Hogeza, Pegida, das wird ja in den internationalen Medien ziemlich breit getreten. Dann diese Antisemitismuswelle, die durchs Land gerollt ist vor ein paar Monaten. Also ich glaube, es ist höchste Zeit, dass man da wirklich ein Netzwerk aufbaut, was international ist, damit man auch den Menschen in den anderen Ländern die Sorge nehmen kann vor einem neuen Zweiten Weltkrieg. Ja, Austausch, genau, so eine Art Erasmus-Programm für Friedensmahnwachen. Dann haben die Mainstream-Medien keine Kontrolle mehr. Ja. Also ich denke mal, das ist vielleicht entscheidender war. Also vor allen Dingen auch die Leute, die es organisieren, die oder man macht es anders. Ja. Ich glaube, man sollte schon regelmäßig da sein. Aber vielleicht, dass man einfach kommt ohne Technik, weißt du?
ohne dass man mal aufpasst, dass man sich einfach einfindet hier. Der Stefan wird leidlich sein, aber wenn du mehr bist als jetzt, dann brauchst du Technik, weil du hast nichts mehr. Nein, man muss ja nichts reden. Man kann sich ja einfach zusammensammeln, um für eine halbe Stunde quasi präsent zu sein, und das reicht. Ich kann mich erinnern, bitte? Nicht gut? Es gab, wie es in der Türkei die Proteste gab jetzt, da gab es diesen Standing Man, das war so ein Typ, der ist einfach vor ein Denkmal vom Atatürk gegangen und hat sich hingestellt und hat das angeschaut, dieses Denkmal. Und alleine nur, weil der da stand und dieses Denkmal angeschaut hat, haben sich Menschen um ihn gesammelt und haben mit ihm quasi dann einen riesen Pult an Menschen gebildet, die dann auch wieder von der Polizei abserviert wurden. Also es wäre klar, immer wieder auch Informationen bringen und so, aber vielleicht in einer reduzierten Art und Weise.